Du hast mir und Ulda einen großen Dienst erwiesen. Du hast bewiesen, dass ich dir, dass in dir das Herz eines Paladins schlägt und du für die gerechte Sache einstehst. Dein Ehrgefühl und dein Sinn für Gerechtigkeit machen dich stark. So stark, dass du sogar mich in den Schatten stellst. Die Alktänge ist noch immer verschwunden, aber ich habe begriffen, dass ich sie nicht brauche, um eine Palastwache zu führen und unsere Ehre wiederherzustellen. Unsere Ehre tragen wir im Herzen, nicht in unseren Klingen. Zyxagil hat beschlossen, seine einsame Reise durch Eorzea fortzusetzen. Er ist ein Mann der Ehre und ich wette, er wird weiter nach der Eidklinge suchen. Mir als Gardehauptmann der Palastwache obliegt der Schutz Uldas und dir als freier Paladin der Schutz Eorzeas. Unsere Wege trennen sich, doch wo immer wir auch sind, wir kämpfen gemeinsam für die gerechte Sache. Aber natürlich will ich dich nicht mit edlen Worten abspeisen. Du hast deine Belohnung redlich verdient. Hier, nimm das letzte Teil der silbernen Paladinrüstung. Diese heilige Rüstung ist seit Generationen im Besitz der Palastwache und wurde an jene vergeben, die sich durch großen Mut und ehrenhafte Taten hervorgetan haben. Zum ersten Mal soll sie nun jemand außerhalb der Palastwache tragen, denn niemand hat sie sich mehr verdient als du. Das verstößt zwar gegen die Tradition, aber ich will mich nicht länger von Traditionen davon abhalten lassen, was ich für richtig halte. Du musst ja nicht gleich jedem auf die Nase binden, von wem du die Rüstung bekommen hast. Also sei ein junger Paladin, trage die Rüstung mit Stolz und beschütze die schwachen Eorzeas. Yay. Ja, die Paladin-Reihe ist auch abgeschlossen. Erst einmal. Ich will nicht. Jetzt kommt das Grauen. Also die vorher sah schön aus. Boah, ich will nicht. Puhuhu. Puhuhu. Ich rotte einfach die ganze Taumaturgengilde aus. Wer kommt mit? Keiner? Okay. Boah. Hass. Purer Hass. Wie ich sehe, hat sich das Schicksal zu uns in die Thaumaturgengilde geführt. Welche weise Entscheidung von ihm? Nein. Die Thaumaturgie ist eine Magie mit verheerender Zerstörungskraft. Nicht selten bringen sie ihren Opfern gar den Tod. Hier im Ossarium lernen wir, die dunklen Mächte zu beherrschen und für unsere Zwecke einzusetzen. Solltest du den Wunsch hegen, dich uns anzuschließen, die Macht der Thaumaturgie zu entfesseln, so nutze den Moment und überzeuge mich von deiner arkanen Ambitionen. Ja, eine andere Antwort war auch gar nicht möglich, nicht wahr? So lass mich dir die Entstehungsgeschichte der Thaumaturgie näher bringen, oh, bitte nicht. Oder ist die wahre Erbin Belladias, des Königreichs der Magier, das einst inmitten dieser Wüste erblühte und später unter tragischen Umständen zerbrach. Die Lehren der Magier aber wurden über die Jahrhunderte von den Priestern des Ordens von Naltal bewahrt und überliefert. In ihren eigenen Ritualen, zum Beispiel bei Begräbnissen, verfeinerten die Priester die alten Techniken und wurden so zu den Begründern der Thaumaturgie. Leichname konservierten sie mit Eiszaubern. Zur Bestattung setzten sie Feuerzauber ein und mit Blitzzaubern reinigten sie die Toten von ihren Sünden.
Aus eben jedem Grund wurde die Taumaturgilde auch hier im Zanet-Osarium angesiedelt, in dem Tal der Gebiete über das Jenseits verehrt wird. Na, klingt das nicht faszinierend? Wenn du wirklich das Beste aus deinem Aufenthalt in Ulda machen möchtest, dann solltest du dich schleunigst bei uns in der Taumaturgilde einschreiben. Ah, aber bevor du diesen Schritt machen kannst, musst du zunächst mit unserer Ältesten sprechen, damit sie deine spirituelle Stärke einschätzen können. Unsere Disziplin ist nichts für schwache Nerven. Für die Registrierung bin ich zuständig, also sprich mich einfach an, wenn dir der Sinn nach dunklen Ritualen in mondlosen Nächten steht. Nein! Nun, Anton, möchtest du unserer Gilde beitreten? Oder wirst du weiterhin das Drängen des ungeduldigen Schicksals ignorieren? Oh, lass es mich ignorieren, bitte. Wie war, eine weise Entscheidung. Als Vorbereitung auf deine Aufnahme musst du die Bände fundamentale Prinzipien der Taumaturgie verinnerlichen. Alle 108. Was? Zumindest hättest du das gemusst, wenn solche Erfordernisse nicht abgeschafft worden wären. Zu abschreckend für Neulinge, hat es geheißen. Du wirst dich also auf die gebündelte Weisheit unserer Gildenmeister verlassen müssen. Davon haben wir 5, musst du wissen. Alle sind Brüder aus dem gleichen Haus. Ach du Scheiße. Sie alle strahlen eine enorme Autorität aus, aber es ist der Älteste von ihnen, der, wenn nötig, für die gesamte Gilde spricht. Meister Kokobigo, glaube ich. Der weiß nicht mal den Namen seines Gildenmeisters. Ich will hier nicht hin. Lass die W-Taste los, lass die W-Taste los, lass die W-Taste los! Nein! Ich will nicht. Oh Gott, die heißen auch noch fast alle gleich. Kokobuki? Kokobizi? Kokoboa? Kokobigo? Kokobani? Was tut es da? Oh mein Gott, was tut es da? Oh Gott. Aber ist... Also... Ich glaube, Lalas sind wirklich böse. Ich meine, guckt euch das an. Da. Das ist doch nicht normal. Also... Ich meine ja nur... Ne? Das ist doch nicht normal. Ja. Okay. Ja, schon normal, so langweilig. Aber das da! Es guckt komisch. Ganz sogar unheimlich. Wer? Was? Oh, bei Thals Trommelfellen. Junge Frau, hat deine Mutter dir nie beigebracht, einen Taumaturgen nicht so zu erschrecken? Sieh dir nur diese erwartungsvolle Gesichter an, Kokobigo. Diese Dame ist offensichtlich eine neue Bewerberin, die eine Audienz bei unserem ältesten Bruder wünscht. Ich mag das Satterkind. Der Antichrist. Doch kein Lala. Aber ich glaube wirklich, die Lalas planen die Übernahme der Welt. Mittlerweile glaube ich das. Ich habe die Gilde jetzt gesehen. Ich glaube, dass Malalas sehr, sehr böse sind. Sie sind zumindest gruselig. Oh, Prälatin Yayake. Sie kann alle 307 Verse aus Bestattungsrituale für tugendhafte Gefallene rezitieren. Aber die einfache Aufgabe, sich unseren Namen zu merken, überfordert sie. Ha, nun, ich zumindest finde diese endlosen Verwechslungen höchst unterhaltsam. Bitte um Verzeihung, werte Dame. Meine Belustigung galt nicht eurem Fehler. Ihr solltet mit unserem Bruder Kokobuki sprechen. Ja, und wer ist jetzt Kokobuki? Nanu, Tal hat eine neue Aspirantin zu uns geführt. Oh Gott, die will hier raus. Ah, Kokobuki. Warst du schon die ganze Zeit über hier? Nein, war hier nicht. Sie ist hier gerade nicht gekommen. Sei gegrüßt, junge Frau. Ich bin Kokobuki. Der Älteste und, so wage ich zu behaupten, der Weiseste der 5 Meister der Taumaturgengilde. Es obliegt mir, unsere angehenden Mitglieder mit unseren Lehren vertraut zu machen. Daher bitte ich um deine volle Aufmerksamkeit. Nein. Taumaturgie kann Verwüstungen von gewaltigem Ausmaß verursachen. Die tödliche Kraft unserer Sprüche übersteigt die zerstörerischen Fähigkeiten anderer Formen der Arkanmanipulation bei weitem. Feuer, Blitz, Eis, Schlaf.
Taumaturge verfügt über ein beeindruckendes Arsenal offensiver Zauberformeln. Vier Zauber. Denn kein beeindruckendes Arsenal. Um Kontrahenten kampfunfähig zu machen oder sich ihrer direkt zu entledigen. Öffne dein Geist für unsere magischen Lehren. Und auch du wirst schon bald die beispiellose Macht und unserer Disziplin in den Händen halten. Bitte nicht. Natürlich hat solch eine Macht auch, auch ihren Preis. Du musst gewillt sein, dich kopfüber in die verbotenen Abgründe der taumaturgischen Geheimnisse zu stürzen. Denn Fortschritte sind in dieser Disziplin nur durch die Erfüllung tödlicher und schrecklicher Prüfungen zu erzielen. Ich frage dich nun, Anwärterin, bist du bereit, dich in den Abgrund zu stürzen, um unvergleichliche Macht anzustreben? Nein. Aber ich muss leider ja drücken. Eine selbstbewusste Antwort. Dein Name bitte? Freut mich, Aldaria. So wollen wir deine Einführung mit zwei äußerst praktischen Gaben würdigen. Meine Erstgabe an dich ist eine Erweiterung des Bestiariums um Einträge von Gegnern, die sich für deine Ausbildung zur Taumaturgin besonders eignen. Meine zweite Gabe ist die Scepter, eine Waffe, mit der du die zerstörerischen Kräfte nach deinem Willen fokussieren kannst. Hast du geglaubt, damit wäre die Einführung vorbei? Meine lieben Kollegen, wir haben gerade erst begonnen. Nimm deine neue Waffe in die Hand und ich werde dich deiner ersten Prüfung unterziehen. Uff. Muss das sein? Da ist es. Und wieder von neuem. Nummer 5. Eieiei. Sieht auch überhaupt nicht seltsam aus. Mir fällt gerade... Ah, nee. Ich wollte gerade sagen. Es hätte ein Muster sein können. Wenn Paladin... Da noch? Heißmager, Bade, Taumaturg, alles eins. Nur Dragunig. Alles auf dem ersten Platz. Es hätte... Ne? Aber passt. Wird ja so ein kleines Mini-Zepter. Da. Da hinten steht es. Die Septe passt gut zu dem lebhaften Wunsch nach zerstörerischer Macht, der dir ins Gesicht geschrieben steht. Nun lass uns deine Einführung mit einer Prüfung abschließen und deine Fähigkeiten für das Kanalisieren von Taumaturgie auf die Probe zu stellen. Dies lernt halt Riesenhornis und Sternenmummelhörnchen. Und Schnappspitzmulle im Überfluss. Übe deine magische Macht aus und erledige jeweils drei dieser Kreaturen, bevor du zu mir zurückkehrst. Nice. Weg. 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 Und ihr habt den mächtigen Zauber Eis. Hier gibt's da. Hier gibt's da. Die gibt's da. Boah, und jetzt sind Taumaturgen auf 50 hier. Prostmahlzeit.
Ich hasse den Taumaturgen. Ich hasse ihn so sehr. Ich muss jetzt immer stehen bleiben. Wenn mir das Ganze auf den Keks geht. Warum diese immer hin und her? Wechsel zwischen Eis und Feuer. Ich hasse es. So. Der hat sich das Wissen über Licht, Feuer und Schatteneis erschlossen. Somit steht dir nun auch der Elementarbalken zur Verfügung. Feuerzauber versetzen dich in den Zustand des Lichtfeuers. Das gierige Feuer verlangt nach mehr MP, verstärkt deine Feuermagie dafür aber immens. Im Gegensatz dazu steht das Schatteneis, das durch Eismagie hervorgerufen wird. Deine MP-Generation enorm beschleunigt. Ist eine dieser Status aktiv? Du verbrauchst der nächste Zauber des entgegengesetzten Elements keine MP. Aha. Layout. Darunter. So. 90. Speichern. Ah. Ersetzt deinen Status Lichtfeuer durch eine Stufe Schatteneis oder umgekehrt. Mhm. Das heißt. Warte mal. Das ist mal kurz. Ah, und dann. Ist quasi so. Ich verstehe. Vielleicht packe ich mir das einfach nach da hinten, dann kann ich das direkt mit der Maus greifen. Ich sollte Feuer und Eis vertauschen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Wenn ich MP brauche. Ich werde gleich drauf gehen. Da oben sind noch Quests. Dann erledige ich erstmal hier die ganzen Bestiariums-Sachen.
Da soll noch mal Mist fliegen. Wirken. Die Grabräuber springen, weil sie auch so hier sind. Da unten. Ich würde mir wünschen, dass das ganze Ding schon durch ist. Da habe ich tatsächlich mehr Vorfreude auf den Mönch. Also ihr könnt das schon nutzen. Und Blitz macht Schaden dann über Zeit. Stufe 9 ist Fach. Nicht Stufe 9. Stumpfsinn. Oh no, Fate. Jedes Mal, wenn ich diese Quirkins mache, komme ich in ein Fate. Na komm schon. Mit Stufe 9. Okay, der ist schon da drüben. Da ist die Fledermaus.
echt eine Last. Eine noch. Oh. Und Stufe 10. Nur noch nichts. Keine Ausrüstung. Ah je. Wie sieht's denn bei den Errungenschaften aus? Oh je. PvP-Rang. Okay. Wunderbar. Eins möchte ich mal kurz machen. Von der Credania. Kann doch bestimmt jetzt ein bisschen was abgeben. Okay. An Ausrüstung. Hier irgendwas? Nöp. Aber hier jede Menge. So 3000. Habe ich eigentlich irgendwas, was ich. Ja, hier und hier. Okay. Also alles für Wertmarken. Mal. So. Damit kann ich jetzt auch meinen anderen Gehilfen noch losschicken. No, so kurz vom nächsten Level. Ja, ich brauche nur noch 5 bzw. 6 Level, da kann ich in die Stufensteigerung. Vielleicht schaffe ich das hier heute noch. Sonst überziehe ich FF14 ein bisschen. Ich würde zumindest mit ihr halt einmal gern Stufensteigerung machen. Und danach dann halt mit ihr questen. Also morgen dann. Das schaffen wir heute nicht mehr.
Oh Gott. Müde. Ah. Du trägst den zufriedenen Gesichtsausdruck einer Magierin zur Schau, die ihren Feind völlig ausgelöscht hat. Ich heiße dich offiziell in der Gilde der Taumaturgen willkommen. Sinn und Zweck dieser Prüfung war es, deine Kapazität für das Wirken der Taumaturgie auszuloten. Eine angeborene Eigenschaft, deren Grenzen von dem Niveau ätherischer Energie abhängen, die durch deinen Körper fließt. Äther, der Ursprung allen Lebens, kommt mehr oder weniger in allen lebenden Kreaturen vor. Behalte das stets im Hinterkopf. Es ist eine der grundlegenden Tatsachen der arkanen Manipulation. Mit zunehmender Erfahrung erweitern sich deine taumaturgischen Fähigkeiten. Der Quell deiner magischen Macht schwillt zudem in Momenten großer Gefahr und Not an. Wenn du das nächste Mal auf der Suche nach einer größeren Herausforderung bist und den Nervenkitzel einer außerordentlichen Gefahr suchst, dann weißt du, dass es an der Zeit ist, um mich wieder aufzusuchen. Yay. Du kannst deine aufkeimenden Stärke mit deiner ungeübten sterblichen Höhle kaum im Zaum halten. Du brauchst eine weitere Prüfung. Von diesem Tag an werden deine Aufgaben und Herausforderungen gemäß dem Lehren in Taumaturgie der Gene in der Abgrund gestaltet. Eine Band aus der Fehde des berühmten Taumaturgen Tsutsumaya. Meine Brüder, die den bitteren Geschmack der Niederlage nie schmecken mussten, werden dich in den bedeutenden Lektionen unterweisen, die sie den vier umfangreichen Kapitel dieses vorbildlichen Werks entlehnt haben. Du wirst viel über die Gefahren lernen, mit denen ein Anwender unserer Disziplin fertig werden muss. Das erste Kapitel, die Gefahr der Nähe, fällt in Kukubigos Bereich. Es ist nur passend, dass jemand in der Nähe so abgeneigt ist, die dir die Wahrheit dieses Kapitels näher bringen soll. Oh Gott. Hilfe. Ha! Ach ja, Idaia, ich habe dich bereits erwartet. Erlaube mir, die relevante Passage aus dem Einführungskapitel von Sumayas Leitfaden vorzulesen. Die Gefahr der Nähe. Ach, wie prächtig die Macht, die wir beherrschen, doch ist. Tosende Flammen brechen das Eis und erschütternde Blitze sind der Faust, dem Schwert und dem Speer weit überlegen. Aber der stramme Krieger verbreitet Furcht mit jedem Schritt, den er sich nähert. Fäuste zerschmettern Knochen, Klingen schneiden durch Fleisch. Speere spießen weiche Bäuche auf. Kenne diese Gefahr und bewahre Abstand zu jenen, die dies praktizieren. Puh, bei diesem letzten Abschnitt wird mir immer wieder flau im Magen, egal wie oft ich ihn auch rezitiere. Die Lehren, die daraus zu ziehen ist, sollte jedoch klar sein. Halte deine Gegner auf Distanz. Mal abgesehen davon, welche Qualen du erleiden würdest, wenn du geschlagen werden würdest oder aufgespießt oder Schlimmeres. Du würdest ziemliche Probleme haben, eine Zauberformel zu vollenden, während ein Feind seine Waffe in deine Richtung schwingt. Daher schlägt ein weiser Taumaturge immer aus der Entfernung zu. Je weiter weg, desto besser. Nun lass uns mit deiner Prüfung fortfahren. Nimm diesen Trockenfisch und platziere ihn in der Nähe des Silberbazars. Zieh dich dann ein komfortables Stück weit zurück und warte auf einen Geier, der sich über den Fisch hermachen will. In dem Moment schlägst du zu und überlässt die garstige Kreatur mit einem Sperrfeuer aus tödlichen Zaubern. Wenn du den Aasfresser erlegt hast, solltest du ein ordentliches Stück Geierfleisch für Fafafono sichern. Fafafano. Klingt wie so eine Pizza. Er hat nichts dagegen, wenn wir Prüfungen in der Nähe des Bazars abhalten, solange er dafür entschädigt wird. Ja, Daria, wir bezahlen ihn mit frisch geschossenem Geflügel. Okay. Gut. Halt auf, ins Westliche. Krieg ich, glaube ich, auch mein Buch fertig.
Marienkäfer. Kakturm braucht ihr ja, glaube ich, auch. Ein Kaktus noch. Also. Das wird mir, glaube ich, öfter passieren, dass ich verpeile zu wechseln. Rüstiger Kobalus, gefräßiger Jason. Dann kann ich am Silberbazar rein theoretisch sogar questen. Rein theoretisch. Wenn mich da die Klassendings eh hinführt. Nein, mein Schokobo ist weg. Ja. Ja, sonst. Man hätte das auch Tag des Bestiariums nennen können. So. Den Gildengeist kann ich auf jeden Fall machen. Okay, das geht verdammt schnell. Warte, ich bin doch. Wo lässt die See so schnell rein? Nein. Ja, ich dachte, das könnte noch klappen. Nö. Eisra! Wollen wir da Eisra? Ah.
Kombination von den Haaren sieht aus. Und ich habe ein WS gekriegt. Stufe 12. Yay. Man schaut auf das Ziel und die Gegner in seiner Nähe aus. Okay, das wäre so eine AOE. Das muss man erstmal wissen, ne? Und Stufe 13. Gut, ich sollte zumindest aber erstmal die eine Klassenquest fertig machen. Wenn ich ein bisschen Rüstung habe.